Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einem weiteren Teil von Let's Play Silent Storm mit mir, dem Tante Günther, auch bekannt als Günther Shadow, und der Karm, unserer italienischen Meisterschützin, die ich gerade habe weglaufen lassen, denn die muss jetzt hier in möglichst kurzer Zeit dieses Tor abdecken. Und das ist gar nicht so einfach. Denn wir sind in einer Zufallsbegegnung unterwegs und werden gerade von alliierten Soldaten überrannt. Das ist nicht schön. Lauf noch einen Schritt hier rüber, genau. Und Karm hockt sich jetzt mal hier ins Gebüsch, um dieses Tor zu sichern. Denn wir sehen, dass jetzt schon die ersten Soldaten versuchen, da lang zu laufen. Vorhin wollte ich eigentlich ganz gerne einen Soldaten hier oben von dieser, von diesen Zinnen hier wegpusten, aber der hat sich das kurzfristig nochmal anders überlegt und hat den Rückzug angetreten. Insofern wird jetzt Rocco die Aufgabe zuteil, diesen Soldaten hier vorne über den Haufen zu blasen. Nimm doch dafür eine kurze Salve. Ich bin stolz, für mein Land zu kämpfen. Wir könnten jetzt natürlich noch eine Granate werfen. Wir versuchen das mal. Ich glaube, das hat's gebracht. Ich glaube wirklich, das hat's gebracht. Comprendere. Lauf mal zurück. Guck in die Richtung. Knie dich hin. Okay, der Typ da hinten kann dich sehen. Dann wird der gute Günner das jetzt mal erledigen. Denn der hat ein recht gutes Gewehr. Wenn man hart arbeitet, wird man auch besser. Mit dem er auch ausnahmsweise mal trifft. Dann hock dich auch hin, Günner. Okay. Also ich glaube, die da haben wir ausgeschaltet mit dem Granatenwurf hier rüber. Wir sehen es nur noch nicht. Das werden wir erst rausbekommen, wenn... Wo ist eigentlich Klaus? Das werden wir erst genau rausbekommen, ob wir da erfolgreich waren, wenn wir da auch um die Ecke gucken. Schieß doch mal auf den. Okay, manchmal ist nicht getroffen. Schieß auf Unmögliches. Den. Besser. Die werden besser, uns besser. Alle töten. Lass noch einen Schuss. Das Ziel im Blick behalten. Sehr gut. Macht richtig Spaß. Immer wieder. Okidoki. Kenko. Gary. Nee, komm, nimm das FG44. Ich meine, wir haben es halt, ne? So, was kriegst denn du für einen Skill als nächstes? Schneller Ausbau der Qualifikation. Das ist gut. Perfekte medizinische Kenntnisse, das wollen wir gerne haben. Das machen wir auch. So. Gary, du kannst ihn noch nicht treffen. Laden! Oh, ich sehe eine Steige. Wow, der Typ hat 3 Treffer aus dem FG44 überlebt. Heftig. Okay, den dann nicht mehr. Hock dich hin. Kannst du einen Schritt zurückgehen hier ins Gestrüpp? Verstanden. Nee, okay, gut. Schade. Das ist nicht optimal. Kenko, du könntest mal gucken. Ja, komm, lauf mal darüber und guck mal, was da los ist. Du siehst ihn nicht. Dann lauf wieder zurück. Ich meine, es ist zwar keine richtige Mission, wenn Kenko nicht irgendwie halb zu Tode geschossen wird, aber man muss es ja auch nicht immer so wahnsinnig drauf ankommen lassen, ne? Ich habe früh angefangen und werde immer besser. Sie sind jetzt zu dritt. Zu viert. Das schreit ja eigentlich nach einer Granate, ne? Ich oh, fuck. Sterbe.
Nein, nicht sterben. Wir werden deinen Tod rächen. Wow, der hat's echt überlebt. Und der klettert immer noch darum. Aber diese Zufallsbegegnung hier, die ist gar nicht mal so ohne. Besser sterben. Ja, es war tatsächlich ein Webley-Scott-Revolver. Ja, ja. Okay, gut. Der Typ ist schon mal gehimmelt. Eine Sten Mark 5. Ah, bitter, bitter. Er ja, schießt doch. Was macht. Ja, er ist da noch so ein bisschen unentschlossen, ne? Okay. Vielleicht weiß er auch noch nicht, dass Karm auch Granaten werfen kann. Und das ziemlich gut. Günner. Steh auf. Hallo. Das war nur eine Frage der Zeit. In der Tat, es war nur eine Frage der Zeit, bis du den komplett himmelst. Ich sehe jetzt allerdings die Gefahr, dass du da etwas ungünstig stehen könntest. Deswegen würde ich dich bitten, lauf nochmal zurück. Guck in die Richtung, wir wissen ja nicht, was da los ist und hock dich nochmal hin. Und der gute Rocco, unseren Primo Teniente, den stellen wir mal hier auf. Und der hockt sich mal hier hin. Das langt ja, glaube ich, auch erstmal. Kenko. Du müsstest irgendwas werfen, was explodieren kann, was ich total cool fände. Jetzt bin ich noch gefährlicher. Guck mal hier, so ein Lydit-Dingens, hä? Das ist irgendwie so. Kannst du es da hinwerfen? Okay, die Deckung ist schon mal weg. Ich glaube, Kenko, du hast da gerade irgendwas Cooles gemacht. Vor allen Dingen hast du dich mal nicht selbst getötet mit dem Ding. Gary. Ich finde das eigentlich cool, dass du da stehst. Aber ich glaube, du solltest noch ein bisschen hier rüberlaufen. Denn die Kam braucht gleich jemanden, der sie ein bisschen motiviert. Ja, das habe ich mir fast gedacht. Karm kann leider nicht so gut Granaten werfen. Aber Karm, dann bleib da doch mal hocken. Und Gary, du läufst mal hier hin. Guck schon mal in die Richtung. Du kannst die Karm immer noch zusammenflicken, falls es irgendwie dringend notwendig wird. Klaus, bei dir ist es jetzt wiederum so, du kannst hier rüberlaufen. Wird gemacht. Nimm mal Deckung hinter dem Auto und guck da in die Richtung. Okay, Klaus hat einen Interrupt gekriegt. Oh, dafür habe ich mich nicht gemeldet. Karm hat einen Interrupt gekriegt. Sehr Arrivederci. Schön. Angriff einleiten. Mhm. Ja, leite du mal den Angriff ein. Genau, der Angriff sieht erstmal so aus, dass du dich koordiniert zurückziehst. Benutzt er da den Doppelschuss von der Mauser oder nicht? Das ist eine gute Position, da will ich bleiben. Okay. Ja, 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 nee. Ja, und jetzt? Oh.
Nahkampf. Du kannst den sogar treffen mit 60%. Aber mit 60%, da triffst du auch wahrscheinlich den Typen, der vor dir steht, ne? Stell dich mal hin. Pazienza, Geduld. Gut. Ist gekommen. Das ist wohl wahr. Das ist wohl wahr. Das sieht da drüben jetzt gerade ruhig aus, aber ich werde den Teufel tun und da irgendwas machen. Klaus, versteck dich mal. Lad mal nach. Oh, ich sehe nicht. Wir können das Szenario schon verlassen. Das ist aber jetzt gerade so, ich denke mir, dass vielleicht hier noch ein oder zwei Gegner rumrennen, dass wir jetzt einfach nur jetzt gerade nicht in irgendwelche Kampfhandlungen verwickelt sind und dass wir deswegen das Szenario schon beenden könnten. Auch wenn wir es gar nicht wollen würden. Waffen sind soweit nachgeladen, sieht gut aus. Genau, krabbel mal wieder da hoch. Nimm mal wieder deine gewohnte Position ein. Sehr schön. Speedloader für 6 38er Runden. Das ist wahrscheinlich die Ladung für den Revolver. Okay, kam. Das ist jetzt die ehrenvolle Aufgabe, mal nachzuschauen, ob der Typ da noch steht. Approvazione. Sieht nicht so aus, ne? Gut, nee, ich glaube, dann haben wir es hier gepackt. Den Rifle Clip fürs SVT 40 nimmst du mit. Die Sachen kann man da liegen lassen. Die Granate nimmst du noch mit. Dann kannst du das SVT 40 wegschmeißen. Und dann lauf doch mal hier in das Gebäude rein. Sea-Devil-Gewehrladestreifen. Das klingt nach einer interessanten Geschichte. Die Sea-Devil ist das beste Gewehr im Spiel. Und dann nehmen wir die Ladestreifen auch mal alle mit. Jetzt müssen wir nur noch die Sea-Devil finden. Die liegt hier auch angeblich irgendwo rum. Nimm noch die leichte Granate mit. Ach du meine Fresse, was sind das für Gewehrladestreifen? 3 von 3 Anzahl Patronen, okay. Klaus. Genau, du kümmerst dich mal um den Webley Scott Revolver. Du, die Springfield, die nehmen wir glaube ich auch mit. Ne, ist bei weitem nicht so gut wie das SVT-40. Lass es liegen. Wir nehmen einfach nur die Munition mit. Mausegewehrladestreifen. SVT-40 Rifle Clip. Das können wir auch gut gebrauchen. Rocco. Du nimmst die Speedloader an dich. Es ist jetzt egal, wer jetzt den Webley Scott nimmt. Das macht jetzt nichts aus hier. M1 Garen, Garen Rifle Clip, den nehmen wir auch mit. Mark 5, Grenade. Da ist noch was. Und ja, Okenko, du gehst mit Carmen mal ins Haus. Hier muss nämlich irgendwo die Sea Devil rumliegen, vermute ich. Ich gehorche. Ich weiß nur noch nicht wo. Homöostatisches Pulver. M1 Garen Scope, stell ich mal hin. Da ist noch Speedloader-Munition und noch ein Webley Scott-Revolver, das ist gut. Das ist so eine SVT-40. Hm,
Müssen gleich mal mit. Na, machen wir mal Ende der Runde. Ich hoffe jetzt, dass die SVT, dass die Sea Devil da nicht irgendwo rumlag und dass wir das Ding jetzt irgendwie, also es ist eine Waffe, die es niemals gegeben hat, aber vielleicht mal als Prototyp oder irgendwie sowas. Ich schmeiß das Gewehr mal da hinten weg, sonst müllt mir das da hinten meine Sicht so zu. Das war nur eine Frage der Zeit. Nimm mal den SVT-40 Rifle Clip mit. Die SVT-40 kannst du auch mitnehmen. Den Rifle Clip, den behalten wir. Das Gewehr schmeißen wir weg, wie bekannt. So, dann gucken wir mal. Da ist noch eine leichte Granate. SVT-40 haben wir hier. Haben wir das Springfield-Ding schon entladen? Lauf mal hier rüber. Genau, du hast ja einen Webley-Scott-Revolver da aufgenommen, ne? Das ist doch fein. Wobei ich bei Klaus sagen muss, also Klaus müsste eigentlich die Mauser behalten. Lauf mal darüber. Schön. Stand-Magazine brauchen wir nicht. Nein, halt, 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 halt. Die Granate nimmst du bitte mit. So, Kenko und Kam gehen jetzt hier rein. Müssen jetzt mal gucken, die Sea Devil, wo könnte die sein? Es kann auch sein, dass man die erst in einer anderen Mission findet. Dass es eine andere Zufallsbegegnung ist, die man auftun muss. Ich gehorche. Wo ist denn der Kenko jetzt überhaupt lang gelaufen? Ach, du stehst Approbation. Da. Okay. Kann man dann gucken. Da ist sie. Sea Devil Scoped. Hol das Ding. Wo liegt denn das? Hier, da oben. Auf dem... Da oben. Auf dem Kamin. Okay, das ist tatsächlich die Mission, wo man die Sea Devil findet. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. Speichern. Ja. Ein Gewehr, das lachhaft viel Schaden macht und einfach nur total OP ist. Wir nehmen es gerne an. Ich bin stolz, für mein Land zu kämpfen. Ansonsten haben wir echt alles, ne? Zeitverschwendung. Kann man auch so sehen, Klaus. Ja, hast du absolut recht. Wenn du nicht irgendwie dabei bist, alle möglichen Leute abzuknallen, ist es definitiv Zeitverschwendung. Lad mal nach. Das können wir vielleicht nochmal gerade gucken. Wir müssen nachladen. Kam müsste nachladen, aber die Kam wird die Sea Devil an sich nehmen. Insofern. Mir fällt da gerade was ein. Die Leute da sehen so ein bisschen gefährlich aus. Könnten die was vorhaben? Genau, komm mal sicherheitshalber noch hier hinterher. Ich habe früh angefangen. Rocco, komm du mal sicherheitshalber hinterher.
Okay, Karl, mach mal die Tür auf. Okay, die scheinen nicht böse zu sein. Noch nicht jedenfalls. Dann nimm mal die Sea Devil an dich. Das Ding sieht ja scheiße aus. Das Ding sieht echt ultra scheiße aus. Aber schauen wir es uns an. 33 bis 56 Schaden, Reichweite 60, Größe des Ladestreifens 3, Schnellschuss 25, Zielschuss 40. Höre ich richtig? Du verlangst Unmögliches. Also Reichweite ist um 13 höher, Schaden ist um 11 Punkte höher, Aktionspunkte kostet es definitiv mehr, aber ist ja mal so eine Überlegung wert, ne? Okay, Leute, wir haben die Sea Devil gefunden. Ich würde sagen, wir speichern hier. Verlassen das Szenario. Hier war's, ja, da seht ihr es. Als nächstes müssen wir dahin, aber ich schlage vor, wir gehen nochmal ganz kurz zu unserer Basis zurück und machen uns Gedanken darüber, wem wir die Sea Devil geben. Das werden wir aber im nächsten Teil sehen. Ich bedanke mich schon mal ganz herzlich bei euch. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Part wieder dabei seid. Wir starten dann auch, weil ihr das ja gerne sehen wolltet. Wir starten dann auch mit der Ausrüstung unserer Truppe direkt mit rein in den Part. Genau. Haben wir die ganze Sea Devil Munition. Ja, da können wir ja mal froh sein. Das wird ein schöner Spaß. Ja, damit starten wir dann in den nächsten Part. Ich bedanke mich bei euch fürs Zugucken. Wünsche euch alles Gute. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Vergesst niemals, eure Waffen nachzuladen bei Silent Storm. Extrem wichtig. Macht's gut bis dahin. Tschüss.